Haaren. Seht sie euch. Aber diese anderen, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen. Nehmen würde. Wer Macht sucht, wird oft davon zerstört. Kein Grund, so abfällig zu werden. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Mephalem erreichen kann. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Das ist nicht ausreichend. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Nicht ausreichend.
Morgenkults Archive gefunden. Sie waren merkwürdig leer zu Anfang. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Ich benötige mehr Zeit. Es war nicht etwas anderes zu erwarten. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet. Endlich habe ich das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Hoadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine Wahrheit. Duriel ist Andariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Befriedigend. Jeder einzelne Kreuzritter war ein Krieger von außergewöhnlicher Kraft. Er beherrschte die Macht des Lichts, die Macht von Schwert und Schild und die Macht seiner selbst. Jeder hatte einen Eid, als Kreuzritter zu leben und so zu sterben. Vor 200 Jahren es kursieren Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen wollen. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travinsal loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zu tun hat. Nicht genug Hass. Steht kurz vor einem Aufstand und der Feind ist kurz davor, die Archive von Soltun Kull zu erreichen. Schlachtet ihn ab! Bringt mir den Kopf des wahnsinnigen Zauberers und den schwarzen Seelenstein. Oder ich werde euch alle in unvorstellbare Qualen stürzen. Ich lernte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen. Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Und so geht es seit 200 Jahren. Das ist unmöglich. Thank you.
dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Ich warte immer noch. Überleben. Noch nicht.